Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webseminar zum Thema Beschreibungstexte. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und freue mich sehr, dass Sie heute wieder so zahlreich mit dabei sind. Mein Name ist Lina Manegold und ich bin Beraterin im Bereich Online-Vertrieb und Content-Qualität beim OBS, dem Online-Buchungsservice. Für alle, die unseren Service noch nicht kennen, stelle ich den zum Schluss des Webseminars auch gern noch mal kurz vor. Ich begleite Sie heute, wie gesagt, durch das Webseminar und zeige Ihnen vorab nochmal, welche Funktionen Sie als Teilnehmer während des Webseminars nutzen können. Wenn Sie hierfür einmal an den unteren Rand Ihres Bildschirmes schauen, dann sehen Sie da zwei Button. Es gibt einmal den Button Hand erheben, darüber können Sie Zustimmung ausdrücken. Und es gibt den Button F und A, das steht für Frage und Antwort. Und wenn Sie da draufklicken, öffnet sich ein Kästchen, da können Sie eine Frage eingeben. Also wenn Sie während des Webseminars Fragen an uns haben, können Sie die gerne an uns stellen. Meine Kollegin, die Frau Weber, die ist im Webseminar im Hintergrund auch mit dabei und beantwortet Ihre Fragen gern. Und wir lassen die Funktion auch noch länger offen. Also auch nach dem Webseminar, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne noch über die Funktion an uns stellen. Und zudem möchte ich Ihnen auch die Information geben, dass das Webseminar aufgezeichnet wird und das wird allen Teilnehmern heute innerhalb der nächsten 2 Tage automatisch dann zugeschickt. Also Sie bekommen die Aufzeichnung und auch die Unterlagen. Wie gesagt, automatisch innerhalb der nächsten 2 Tage. Dann steigen wir in unser heutiges Thema ein. Wenn der Gast online nach einer Unterkunft sucht und eben online eine Unterkunft buchen möchte, dann werden ihm ja eine Vielzahl an Ergebnissen, also potenziellen Unterkünften angezeigt. Das kennen Sie ja von sich selbst, wenn man heutzutage nach einer Unterkunft sucht. Natürlich achtet der Gast auch auf bestimmte Punkte oder bestimmte Kriterien dabei, weil das Angebot, wie gesagt, einfach sehr groß ist. Hier ist einmal aufgelistet, worauf der Gast so achtet. Wenn er sich eben einen Online-Eintrag einer Unterkunft anschaut, sind verschiedene Punkte und dazu gehört neben Bildern und den Ausstattungsmerkmalen vor allem eben auch der Beschreibungstext, um den es ja heute im Webseminar geht. Außerdem achtet er natürlich auch noch auf den Preis. Preise kann er ja auch online vergleichen, auf buchungsrelevante Konditionen, wie zum Beispiel Stornierungsrichtlinien und auf die Kommunikation mit dem Gastgeber. Wir schauen uns heute, wie gesagt, an, worauf es beim Beschreibungstext ankommt. Generell ist es so, dass ein Beschreibungstext sehr wichtig ist für den Online-Eintrag einer Unterkunft. Also das darf man nicht unterschätzen. Viele von Ihnen haben bestimmt schon mal das Webseminar zu den Bildern von uns angeschaut oder nachgeschaut. Bilder sind natürlich eigentlich das Wichtigste für den Online-Eintrag einer Unterkunft, aber ein Beschreibungstext ist eben mindestens genauso wichtig. Also sollte sozusagen nicht unterschätzt werden. Ein Beschreibungstext gibt den Gästen eben eine genaue Vorstellung von der Unterkunft. Also im Text können einfach nochmal Details oder Informationen gegeben werden, die sich über Fotos nicht darstellen lassen. Als Beispiel, wenn man jetzt mal ein Badezimmerbild nimmt, wo eben auch Handtücher mit abgebildet sind, auf dem Foto weiß der Gast, da sind Handtücher vorhanden, aber er hat beispielsweise nicht die Information, sind diese Handtücher inklusive oder muss man dafür zahlen? Und diese Infos zum Beispiel kann man über den Beschreibungstext dem Gast eben geben. Und beim Beschreibungstext geht es ja vor allem auch darum, dass er mit den Bildern zusammenspielt. Also es geht darum, ein Zusammenspiel aus den Bildern und den Texten zu schaffen. Also dass man einfach nochmal in Worten beschreibt, was man auf dem Bild sieht und eben noch Details nennt, die man auf dem Foto so nicht erkennt. Und vor allem geht es ja auch darum, häufig gestellte Fragen des Gastes im Beschreibungstext zu klären. Ganz wichtig ist, dass man so einen Beschreibungstext hat, dass eben die Fragen vorab schon geklärt werden können. Weil wenn Sie jetzt einen Online-Eintrag haben, der viele Fragen offen lässt beim Gast, dann bucht er vielleicht nicht, weil es ihm zu viele offene Fragen sind, weil er viele Infos nicht findet. Und genau das wollen wir ja durch einen guten Beschreibungstext eben vermeiden. Und in dem Beschreibungstext kann man eben auch ganz gut schon mal ja mit angeben, welche Zielgruppe man anspricht. Also für welche Zielgruppe ist die Unterkunft gut geeignet, beispielsweise für Paare oder für Familien. Ich habe Ihnen 4 Schritte zusammengefasst, wie Sie zum perfekten Beschreibungstext Ihrer Unterkunft kommen.
Der erste Schritt ist dabei die Recherche. Also dabei geht es darum, dass Sie sich einfach mal erste Stichpunkte notieren. Also welche Infos sind besonders wichtig, die in Ihren Beschreibungstext reinhören. Da geht es, wie gesagt, darum, häufig gestellte Fragen des Gastes zu klären, weil das ist ja das, was im Beschreibungstext geklärt werden soll. Da können Sie einfach mal überlegen, welche Fragen bekommen Sie oft vom Gast. Also was scheinbar unklar zu sein. Und Sie können auch mal eben in Bewertungen von Gästen schauen, nach häufigen Themen, genau, die da eben angesprochen werden. Und dann ist der zweite Schritt, dass Sie Inhalte sammeln, also dass Sie sich dann konkret Gedanken machen, welche Infos soll der Beschreibungstext enthalten. Das ist im ersten Schritt dann immer erstmal die Lage und die Umgebung der Unterkunft. Also das wissen Sie ja am besten, dass Sie sich da kurz eben Notizen machen. Was ist da ausschlaggebend für Ihre Unterkunft? Wie ist die Lage? Ist es zentral gelegen oder eher ruhig am Ortsrand? Oder ist es komplett alleinliegend am Waldrand? Und eben, wie ist die Umgebung? Also ist es eher städtisch oder im ländlichen Bereich? Was kann man dort machen? Wandern, Radfahren und so weiter. Dann ganz wichtig ist auch immer der Unterkunftstyp. Also um welche Betriebsart handelt es sich und um welche Wohneinheiten. Also habe ich ein Hotel, einen Gasthof, eine Pension oder eine Ferienwohnung? Und was habe ich eben für eine Wohneinheit? Also ist das ein Apartment, eine Ferienwohnung, ein Doppelzimmer, ein Einzelzimmer? Dann eben auch die Größe in Quadratmeter, die ist ja auch sehr ausschlaggebend für den Gast und das Stockwerk. Also in welcher Etage sich eben die Wohneinheit befindet. Dann ganz wichtig ist auch immer die Anzahl der Schlafzimmer und auch die Bettenverteilung. Also da haben Sie bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, dass das von den Gästen natürlich sehr oft angefragt wird, wie viele Schlafzimmer es sind und wie eben die Bettenaufteilung ist. Genau, und das kann natürlich auch ausschlaggebend für den Gast sein, ob er eine Unterkunft bucht oder nicht. Also wenn die Zimmer- und Bettenverteilung so ist, wie es für den Gast passt, dann spricht das natürlich für die Buchung Ihrer Unterkunft. Und dann geht es natürlich noch um die Ausstattung der verschiedenen anderen Räume. Je nachdem, was für eine Unterkunft Sie haben, haben Sie ja noch weitere Räume. Bei Ferienwohnungen und Ferienhäusern dann ja zum Beispiel noch Wohnzimmer, Küche und so weiter. Da geht es eben darum, dass Sie sich Notizen machen zur Ausstattung. Dann natürlich noch Ausstattung des Badezimmers und dass Sie mal überlegen, welche Besonderheiten weist Ihre Unterkunft eigentlich noch auf? Also gibt es noch irgendwelche besonderen Ausstattungsmerkmale, die Ihre Unterkunft von einer anderen unterscheidet? Und haben Sie Inklusivleistungen, beziehungsweise welche Inklusivleistungen gehören zu einer Übernachtung bei Ihnen? Der dritte Punkt ist dann, dass Sie aus den Infos, die Sie zusammengeschrieben haben, einen Text schreiben. Und da ist es ganz wichtig, dass der Text als Fließtext geschrieben wird. Also hier empfehlen wir wirklich Stichpunkte oder so Aufzählungen zu vermeiden, einfach weil sich das nicht schön lesen lässt. Also wir empfehlen wirklich, einen Fließtext zu schreiben in ganzen Sätzen. Natürlich sollten die Sätze nicht allzu lang und allzu verschachtelt sein. Also Sie können da schon schauen, dass Sie relativ kurze Sätze verwenden mit einfacher Satzstellung, aber wie gesagt, wichtig ist, dass es ein Fließtext ist. Und wie gesagt, es geht um das Zusammenspiel zwischen dem Text und den Bildern. Also beschreiben Sie im Text einfach das, was auf den Bildern zu sehen ist. Genau, es geht auch ein bisschen darum, sozusagen eine Geschichte zu erzählen. Also Sie können da wirklich quasi davon ausgehen, okay, wie kommt der Gast in der Unterkunft an? Welchen Raum sieht er als erstes? Dann fangen Sie schon an beim Eingangsbereich. Also ist es ein separater Eingang oder wird er mit anderen Gästen geteilt? Wie ist, wie gesagt, die Etage? Wie kommt man dahin? Ist es ebenerdig? Gibt es Treppen? Wie ist der Eingangsbereich? Gibt es da eine Garderobe oder einen Schuhschrank und so weiter? Also, dass Sie wirklich schauen, okay, wie kommt der Gast in der Unterkunft an? Wie findet er das dann vor? Und Sie können da auch sozusagen einen Ablauf machen, wie er die Unterkunft oder das Zimmer vorfindet. Also, dass Sie sozusagen Raum für Raum durchgehen, also so einen virtuellen Rundgang sozusagen schaffen durch Ihre Unterkunft. Dann stellen Sie natürlich auch sicher, dass Sie da keinen Raum und keine Informationen vergessen. Wichtig ist natürlich auch, dass Sie da keine falschen Erwartungen wecken. Also, man soll natürlich schon selbstverständlich bei der Wahrheit bleiben. Also, man kann natürlich auch
Verben verwenden, aber jetzt gerade wie bei Verben mit modern oder geräumig, da muss man eben immer ein bisschen aufpassen, weil es da keine pauschale Definition gibt, was ist modern. Der eine findet das modern, der andere findet aber nach einer Renovierung nach 5 Jahren ist es nicht mehr modern. Also man kann schon gern Verben verwenden, Adjektiven, aber da muss man eben schauen, dass man keine falschen Erwartungen weckt. Genau. Und dann ist der letzte Schritt, der vierte Schritt, die Überprüfung des Textes. Also da lesen Sie den einfach nochmal in Ruhe durch und achten eben darauf, dass keine Abkürzungen verwendet sind. Abkürzungen wie zum Beispiel FEWO für Ferienwohnung. Also da empfehlen wir das einfach auszuschreiben, weil es einfach schöner aussieht und weil es dann auch für jeden verständlich ist. Weil es gibt ja auch einige Abkürzungen, die vielleicht jetzt für Sie als Gastgeber oder für uns verständlich sind, aber für den Gast jetzt als Laien vielleicht nicht. Und bevor man da irgendwie, bevor da Verwirrungen aufkommen, empfehlen wir einfach, keine Abkürzung zu verwenden, sondern alles auszuschreiben. Also auch tatsächlich Erdgeschoss, Obergeschoss und sowas, dass man das alles ausschreibt. Sieht doch schöner aus, als wenn man schreibt EG oder OG. Dann sollten Sie darauf achten, dass Sie keine Sonderzeichen verwenden und den Text auch ohne Formatierungen schreiben. Das bedeutet keine Fettbuchstaben oder Großbuchstaben, nicht kursiv schreiben. Da ist es einfach so, solche Formatierungen, die können meistens schon von unserem Hintergrundsystem gar nicht richtig gelesen werden und dann auch von den Buchungsportalen gar nicht richtig ausgespielt werden. Sprich, da würden dann Formatierungsfehler entstehen und das kann im schlimmsten Fall bedeuten, dass man den Text eben nicht lesen kann. Also deswegen empfehlen wir einfach ganz normal schreiben ohne Großbuchstaben und ohne Buchstaben in Fett gedruckt und Buchstaben in Kursiv. Genau. Dann, was auch vermieden werden sollte, ist eine Wiederholung von Satzzeichen, dass Sie zum Beispiel 3 Ausrufezeichen hintereinander machen. Also das braucht es einfach nicht. Und dann, wie gesagt, das hat mir auch schon angesprochen, dass Sie Aufzählungen und Stichpunkte vermeiden. Sie können da einfach eine Aufzählung eben mit Kommas machen. Also wenn man jetzt bei der Beschreibung der Küchenausstattung ist, dann kann es natürlich vorkommen, dass es eine Auflistung wird sozusagen. Also die Küche ist voll ausgestattet mit Herd, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Toaster und so weiter. Das ist schon eine Aufzählung, aber da empfehlen wir das dann einfach eben mit Kommas aufzuzählen in einem vollständigen Satz. Aber wie gesagt, keine Stichpunkte zu schreiben. Und natürlich auch ganz wichtig ist, dass Sie den Text nochmal überprüfen auf Rechtschreibfehler, dass Sie eben Rechtschreibfehler vermeiden. Und Sie können den Text ja auch gern einfach von einer anderen Person nochmal gegenlesen lassen, sozusagen, dass Sie sicherstellen, dass da keine Rechtschreibfehler drin sind. Dann ist es bei den Beschreibungstexten sehr so, dass Sie in Ihrem Pflegesystem, je nachdem mit welchem System Sie pflegen, also einige von Ihnen haben ja den Teammanager, andere das MyWindtop, andere haben das Destination One oder auch das Feratel Deskline, aber in allen Pflegesystemen von Ihnen als Gastgeber können Sie ja direkt die Beschreibungstexte hinterlegen. Und die Aufteilung ist immer so, dass es ja eine Hausbeschreibung gibt. Also das ist ein Beschreibungstext sozusagen auf der Haus- bzw. Betriebsebene Ihrer Unterkunft. Und in diesem Text geht es eben um eine Beschreibung des Hauses, also des Betriebes. Und da gehören dann die Informationen rein, eben zum Betrieb. Also was für eine Betriebsart ist es eben, zur Lage, zur Umgebung und zum Ambiente. Also das ist sozusagen ein allgemeiner Vorstellungstext Ihrer Unterkunft beziehungsweise auch von Ihnen als Gastgeber. Einige verlieren da auch ein paar Worte nochmal über sich selbst als Gastgeber. Das können Sie auch gern machen oder nochmal zur Familien- oder Entstehungsgeschichte des Betriebes. Da können Sie gern, wie gesagt, auch schon ein paar persönliche Informationen mit eingeben. Also wenn Sie sagen, das ist ein familiengeführter Betrieb seit so und so vielen Jahren, dann solche Infos, persönliche Infos findet der Gast ja auch meistens ganz spannend. Und hier schaffen Sie eben ein erstes Bild. Und es geht vor allem auch darum, hier in diesem Hausbeschreibungstext schon mal Ihre Zielgruppe anzusprechen. Also ich beschreibe das immer so, dass Sie sozusagen schon mal das Reisemotiv des Gastes ansprechen. Also wenn Sie jetzt eine Unterkunft sind, die ruhig am Ortsrand liegt im Grünen und in der Nähe sind eben Wanderwege oder Radwege und Sie haben noch eine bestimmte Ausstattung eben für Kinder, wie Kinderhochstuhl oder Kinderspielplatz im Garten, dann ist natürlich Ihre Unterkunft geeignet für
Wanderer oder Radfahrer oder auch Familien. Und dann können Sie ja diese Vorzüge, die Sie diesen Zielgruppen eben bieten, ja schon direkt mit ansprechen. Also, dass Sie sagen, Sie beschreiben die Lage und schreiben dann, aufgrund der Lage ist meine Unterkunft besonders geeignet für die, die, die und die Personen. Also, da können Sie, wie gesagt, das Reisemotiv des Gastes mit aufnehmen und eben schreiben, warum sollte er in Ihrem Ort und in Ihrer Unterkunft Urlaub machen. Also, was bieten Sie dann? Und dann gibt es noch die Beschreibung der Kategorie. Also, da kommt es natürlich darauf an, wie viele Kategorien Sie haben. Wenn Sie ein Ferienhaus haben, dann haben Sie dann hier eben eine Kategorie, nämlich das Ferienhaus. Wenn Sie jetzt ein Hotel haben mit verschiedenen Zimmerkategorien, dann haben Sie hier natürlich mehrere Kategorien. Also zum Beispiel die Kategorie Einzelzimmer, Doppelzimmer und Dreibettzimmer beispielsweise. Egal wie viele Kategorien Sie haben, jede Kategorie bekommt auch nochmal einen separaten Beschreibungstext. Und da geht es dann speziell um die Beschreibung dieser Kategorie, sprich dieser Wohneinheit. Das ist dann auch ganz wichtig, dass Sie den Unterkunftstyp nochmal nennen. Also, was für eine Wohneinheit ist es, was ich eben aufgelistet hatte? Ist es ein Doppelzimmer, Einzelzimmer, Dreibettzimmer, eine Wohnung, ein Haus, ein Apartment? Dass Sie das nochmal nennen explizit und auch die Größe in Quadratmetern tatsächlich mit benennen. Und dann geht es eben darum, dass Sie die Informationen über die Anzahl und auch die Ausstattung der Zimmer bzw. der Wohneinheiten geben. Ich habe das hier nochmal aufgelistet im Überblick. Also Sie gehen eben entsprechend die verschiedenen Zimmer durch. Also welche Zimmer gibt es, wie viele von den Zimmern gibt es? Beim Schlafzimmer nennen Sie eben die Anzahl der Schlafzimmer, entsprechend noch die Bettenverteilung, im Idealfall auch noch die Größe der Betten. Das fragen manche Gäste ja auch an. Oder zu den Matratzen, sind das getrennte Matratzen oder durchgehende Matratzen? Und dann, je nachdem, welche Räume eben die Wohneinheit aufweist, beschreiben Sie die noch. Also bei der Küche, ist es eine Wohnküche oder ist es eine separate Küche? Wie ist die ausgestattet? Also welche Küchengeräte sind da vorhanden? Beim Wohnzimmer, wie groß ist das Wohnzimmer? Ist das ein offener Wohn- und Essbereich oder ist es ein separates Wohnzimmer? Gibt es da noch einen Zugang zum Balkon oder zur Terrasse? Welche Multimedia-Ausstattung gibt es da? Also gibt es TV, Radio und so weiter? Dann natürlich das Badezimmer, das ist auch sehr wichtig. Da können Sie auch gern mit benennen, so Infos wie, gibt es ein Fenster im Badezimmer? Weil wenn es das gibt, können Sie beispielsweise statt Badezimmer einfach Tageslichtbad schreiben. Das ist dann schon mal ansprechender für den Gast und er weiß eben, dass das Badezimmer ein Fenster hat. Und dann benennen Sie eben noch, wie das Badezimmer ausgestattet ist. Also gibt es eine Badewanne oder eine Dusche oder beides. Und natürlich auch hier wieder die Anzahl der Badezimmer, also wie viele Badezimmer gibt es und gibt es gegebenenfalls nochmal ein separates WC. Und dann können Sie, je nachdem, was Ihre Unterkunft noch aufweist, noch die besonderen Merkmale mit hervorheben, die Ihre Unterkunft von anderen Unterkünften unterscheidet. Als Beispiel, habe ich hier mal aufgelistet, einen Kaminofen, eine Terrasse oder eine Sauna oder eben, dass Sie im Außenbereich noch Spielgeräte für Kinder haben oder ein Grill oder Unterstellmöglichkeiten extra für Fahrräder oder für Motorräder. Also, das können Sie gerne auch einfach im Beschreibungstext noch mit aufnehmen. Und was Sie auch mit reinschreiben können, sind wie gesagt die Inklusivleistungen. Also, dass Sie einmal kurz auflisten, welche Leistungen bei Ihnen im Grundpreis inkludiert sind, damit der Gast da einfach Bescheid weiß, gerade bei Bettwäsche und Handtücher, dass er vor der Anreise natürlich weiß, dass er es nicht mitbringen muss, wenn es bei Ihnen inkludiert ist. Und genau, zu den Inklusivleistungen ansonsten gehören ja, wie gesagt, noch WLAN, Parkplatz, Endreinigung gegebenenfalls, je nachdem, was da bei Ihnen im Grundpreis enthalten ist. Dann kann jede Kategorie, also jede Wohneinheit oder jedes Zimmer auch noch beschriftet werden. Also das ist der sogenannte Titel, der wird ja auch direkt in Ihrem Pflegesystem hinterlegt. Und das ist sozusagen der Titel für die Wohneinheit, also wie es dann auf den Buchungsportalen später auch ausgegeben wird. Und da empfehlen wir natürlich, eine ansprechende Bezeichnung zu hinterlegen. Also wenn Sie jetzt eine Ferienwohnung haben, dann empfehlen wir da nicht einfach nur Ferienwohnung reinzuschreiben, weil Ferienwohnungen sind es alle sozusagen, sondern dass Sie da tatsächlich nochmal
irgendeine Besonderheit oder ein Alleinstellungsmerkmal mit in den Titel aufnehmen. Beispielsweise die Größe oder ein Balkon oder eben eine Terrasse oder wenn es einen besonders schönen Ausblick oder eine besonders schöne Sicht gibt, dass sie das einfach mit aufnehmen in den Titel. Als Beispiel habe ich hier mal aufgelistet, ruhiges Ferienhaus mit 72 Quadratmetern und sonnigem Balkon. Also das wäre mal ein ansprechender Titel. Da weiß er gleich was zur Lage, zur Größe und dass es eben einen Balkon gibt, der wahrscheinlich Richtung Süden ist, weil es ein sonniger Balkon ist. Und was wir in dem Fall auf jeden Fall empfehlen zu vermeiden, sind auch wieder Abkürzungen. Das meint auch so interne Abkürzungen, die Sie vielleicht für Ihre Zimmer oder Wohneinheiten vergeben haben, was der Zuordnung entspricht. Sowas wie Ferienwohnung 1, 2, 3, 4 oder Zimmer A, B, C, D. Das mag sein, dass es Ihnen quasi hilft bei der Zuordnung, aber für den Gast bringt das in dem Sinne nichts. Also er weiß nicht, welches ist jetzt die Ferienwohnung 1, 2, 3 oder 4 oder anhand dieser Zahlen kann er die Ferienwohnungen auch nicht unterscheiden. Also da empfehlen wir tatsächlich einfach, die natürlich schon voneinander zu unterscheiden, aber eben nicht über solche Zahlen oder Buchstaben, sondern wie gesagt, über so besondere Ausstattungsmerkmale. Genau, wenn Sie da Fragen haben, wie wir Ihre Unterkünfte bezeichnen können, also die Wohneinheiten, dann können Sie uns da auch gern fragen. Dann können wir mal schauen, wie wir den Titel da vielleicht noch anpassen können. Dann habe ich Ihnen jetzt zum Schluss noch Mustertexte mitgebracht. Die bekommen Sie, wie gesagt, auch mit den Unterlagen des Webseminars. Hier ist mal ein Mustertext für ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung. Und da sehen Sie jetzt, gleich im ersten Satz wird die Wohneinheit nochmal benannt. Also hier in unserem Beispiel Ferienhaus. Dann wird die Größe benannt und das Stockwerk und für wie viele Personen die Wohneinheit Platz bietet. Also das empfiehlt sich wirklich im ersten Satz aufzulisten, weil das sind ja erstmal die Grundinformationen, die der Gast weiß. Und anhand dieser Informationen kann er ja auch schon entscheiden, ist diese Unterkunft geeignet für mich, ja oder nein. Weil entweder ist sie vielleicht zu klein oder bietet zu wenig Platz für Personen und so weiter. Und dann wird hier eben angefangen, dass die Räume nach für nach beschrieben werden. Also die Räume, die Anzahl der Räume gegebenenfalls und eben die Ausstattung. Und was Sie hier jetzt im Großen und Ganzen sehen, ist eben ein Fließtext ohne Formatierungen, ohne Aufzählungszeichen, ohne Sonderzeichen. Also so kann ein Mustertext aussehen. Und dann habe ich Ihnen hier nochmal einen Mustertext mitgebracht für eine Zimmerkategorie, also in dem Beispiel jetzt für ein Doppelzimmer. Da sehen Sie auch, dass es als Fließtext geschrieben ist. Zu Beginn wird eben nochmal die Zimmerkategorie benannt und die Größe in Quadratmetern. Bei den Zimmerkategorien ist es natürlich so, dass der Beschreibungstext etwas kürzer wird, einfach weil es weniger Räume gibt. Aber auch da können Sie natürlich das Schlafzimmer beschreiben, also das Bett. Welche Ausstattung gibt es noch? Also gibt es vielleicht noch einen Schreibtisch, einen Schrank und so weiter und natürlich das Badezimmer. Und genau, hier sehen Sie auch eben, dass die Inklusivleistungen nochmal mit aufgelistet sind. Genau, dann hoffe ich, dass das Webseminar hilfreich für Sie war. Wenn Sie Fragen haben, dann dürfen Sie die gerne noch an uns stellen. Wenn Ihnen später noch was einfällt, dann dürfen Sie sich natürlich auch telefonisch oder per E-Mail bei uns melden. Dann können wir uns gerne Ihre Beschreibungstexte auch zusammen mal anschauen. Oder wenn Sie Ihre Beschreibungstexte mal überarbeiten möchten, können Sie das natürlich auch gern machen. Können uns dann auch Bescheid geben, dann können wir die zusammen einstellen bzw. in Ihrem Pflegesystem speichern. Dann, wie gesagt, für alle, die uns, den OBS und unseren Service noch nicht kennen, stelle ich den ganz kurz vor. Wir sind Ansprechpartner für Beherbergungsbetriebe aller Größe und im Bereich Online-Vertrieb. Also wir begleiten Sie als Gastgeber auf dem Weg in die Online-Buchbarkeit und machen Ihre Unterkunft auf verschiedenen Buchungsportalen eben buchbar. Ich habe Ihnen hier mal eine Übersicht mitgebracht von dem Vertriebspartner, mit dem wir zusammenarbeiten, wo wir Ihre Unterkunft eben anschließen können. Das umfasst zum einen eben die Buchbarkeit auf der eigenen Gastgeber-Homepage, dann haben wir eine ganze Anzahl von eben Buchungsportalen und zum Teil geht auch eben die Darstellung auf der regionalen Tourismusseite.
Wir arbeiten da mit einem Provisionsmodell. Also das bedeutet, es gibt keine Fixkosten für Sie, auch keine Anmeldegebühren oder Teilnahmegebühren. Sie zahlen sozusagen nur im Erfolgsfall eine Provision an uns. Wenn Sie noch nicht online buchbar sind und Interesse am Online-Vertrieb haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir Ihr Partner werden dürfen. Ich habe Ihnen hier einmal aufgelistet, wie Sie Kontakt mit uns aufnehmen können bzw. sich anmelden können. Wenn Sie aber noch Fragen haben, dann melden Sie sich gern vorab. Dann können wir Sie da auch telefonisch gern vorab natürlich nochmal individuell beraten. Dann lade ich Sie alle auch schon mal ganz herzlich zu unserem nächsten Webseminar ein. Das findet am Dienstag in 2 Wochen statt, also am 24. Mai. Und da geht es um das Thema digitale Präsenz. Also da wollen wir uns zusammen mal anschauen, wie kann ich als Gastgeber die digitale Präsenz meiner Unterkunft steigern. Da schauen wir uns dann Sachen an wie ein Google My Business Eintrag, die Buchbarkeit über die eigene Homepage, also den Direktvertrieb und natürlich auch den Online-Vertrieb an sich, also die Darstellung der Unterkunft auf verschiedenen Buchungsplattformen. Da, wie gesagt, freuen wir uns auch sehr, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen. Da können Sie sich heute oder jetzt ab heute eben schon anmelden, einfach über unsere Homepage www.obsg.de oder Sie schreiben uns eine kurze E-Mail oder rufen kurz an, dann können wir Sie auch gern für das kommende Webseminar anmelden. Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.